Herzlich willkommen zum Rockcast, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber Chris The Rock, dem stärksten Bio-Eiweiß-Lieferanten und Gründer von Rocksports. Herzlich willkommen zum Rockcast, eine neue Folge. Chris The Rock, mein Name, Gründer und Inhaber von Rocksports, die feinste Sportnahrung in Bioqualität. Heute mit einer Special-Folge, und zwar habe ich da neben mir einen Interviewgast, einen Herrn, den ich vor kurzem kennengelernt habe. Wir kennen uns noch gar nicht so lange, aber es hat ein Gespräch zwischen uns beiden gegeben, das dann dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, den Herrn hätte ich gerne im Rockcast. Und genau so ist es jetzt. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Zwischen uns, Corona-bedingt, ein Baby-Elefant natürlich. Aber das ist jetzt am Podcast egal, weil da sieht man ja nichts. Für wen ist die heutige Rockcast-Folge? Es geht darum, derjenige, der neben mir sitzt, der Chris, der wird uns heute eine coole Geschichte erzählen und die Meilensteine in seinem Leben, die ich extrem inspirierend finde. Und vor allem kann man sich dann was rausnehmen, wenn man aktuell gerade an irgendeiner Position im Leben steht, wo man sagt, okay, irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt alles so ist, bin ich am richtigen Weg und so weiter. Denn das Leben leben wir immer in der Gegenwart, in die Zukunft, aber verstehen tun wir es immer nur rückwirkend. Und genau diese Key Learnings, die der Chris da gemacht hat, und er hat ein bewegtes Leben hinter sich, er ist erst 40, also ist erst die erste Hälfte vom Leben, diese Meilensteine arbeitet man raus, und das ist genau das Ziel vom heutigen Rockcast. Kurze Geschichte noch, wir haben uns kennengelernt, wir waren trainieren in Das Gym in Wien. Vom Eigentümer, vom Andi Pürzel, gibt es übrigens eine eigene Rockcast-Folge. Für die es interessiert, einfach da dann nachher umswitchen. Auf alle Fälle, ich habe dort mit ein paar Freunden trainiert, habe dann im Wrestling-Ring gemerkt, dass sich da extrem viel tut. Und wer war da drinnen? Der Chris. Und hat da mit ein paar Kollegen trainiert. Er ist Wrestler, er ist, das wird uns dann eh sagen, mehrfacher Heavyweight Champion und so weiter, werden wir nachher dann kurz drüber reden. Auf alle Fälle sind wir beide dann ins Gespräch gekommen, und ich habe gemerkt, der Typ, der macht es einfach wirklich mit vollem Herz. Wir haben uns dann getrennt, haben dann auch uns eine Stunde später noch einmal getroffen, sind dann draufgekommen, dass wir eigentlich gar nicht weit voneinander entfernt wohnen, obwohl wir uns in Wien getroffen haben. Ja, und dann haben wir uns einen Termin ausgemacht, haben wieder geplaudert und haben gemerkt, okay, da gibt es so viele Synergien, und da habe ich dann entschieden, den Typen möchte ich gerne zum Rockcast einladen. Chris, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Stell dich einmal kurz vor, bitte. Ja, erstmal auch herzlichen Dank für die Einladung. Für mich natürlich auch Freude, so nette, coole Typen wie dich kennenlernen zu dürfen. Und ja, wieder ein Punkt, was das Wrestling mir alles gebracht hat. Aber nochmal kurz zurück, also ich bin seit 40 Jahren auf der Welt, bin aufgewachsen in Wien, bin seit 16 Jahren Profi im Wrestling, dadurch habe ich einiges erlebt, bin sehr viel umhergekommen. Ja, momentan habe ich ein eigenes Fitnessstudio in der Nähe von Enns, das ziemlich cool, ziemlich geil läuft. Ja, und jetzt bin ich gespannt, was uns die nächste Stunde, über was wir alles reden werden. Sehr cool. Zum Thema Wrestling werden wir nachher dann noch kurz sprechen, weil viele Leute da damit nicht was anfangen können. Ich ehrlicherweise bis zu unserem Treffen auch nicht. Da steckt aber extrem viel dahinter. Und da sprechen wir aber nachher dann noch drüber. Chris, was mir jetzt wichtig ist, dass wir mal alle wissen, ich kenne schon ein paar Details, aber auch die Zuhörer, nimm uns einmal auf die Reise mit. Du bist ja aus dem Wiener Gemeindebau. Das ist ja cool, vom Wiener Gemeindebau zum Wrestling-Meister, zum Mehrfachen bis hin zum eigenen Fitnessstudio. Du sagst, du lebst aktuell deinen Traum, und genau um das geht es mir heute, dass wir drüber plaudern. Was ist seither passiert, seit deiner Reise von damals vom Gemeindebau? Nimm uns da einfach einmal kurz mit, eine kurze Reise. Was waren denn so die Key-Steps, wie ist da damals gegangen? Du hast mir vorwegs erzählt, damals im Gemeindebau hast du nicht gedacht, hey, ich werde einmal Wrestling-Meister und ich werde dann ein eigenes Fitnessstudio haben und mein Traum leben. Es war ja irgendwie anders. Nimm uns da mal auf eine kurze Reise mit, ein paar Schritte, wie das abgelaufen ist. So, ja, wir haben da ein kleines Mikrofonproblem. Ich glaube nämlich, deine Wildkatze hat das zweite Mikrofon zerstört. Genau so ist es. Jetzt werden wir das immer switchen, nur dass du auch Bescheid weißt, dass dazwischen immer ein bisschen braucht. Ja. Ja, aufgewachsen, wie du schon sagst, in einem Wiener Gemeindebezirk. Was ist ein Wiener Gemeindebezirk? Das sind riesengroße Bauten, Häuser, wo bis zu 10.000 Menschen wohnen in so einem Riesenhaus. Ja, und da war mein Vater Hausmeister und ich war quasi der Hausmeisterbub. Und ja, bin dort eigentlich sehr coole Kinder gehabt, da habe ich mich sehr entfalten können, habe eigentlich ziemlich viel Unsinn machen dürfen.
Habe aber sehr lang keine Perspektiven gehabt. Also für mich war das Leben einfach so dahin gelebt. Habe eine Lehre gemacht, die ich eigentlich nicht machen wollte. Habe das aber zu Ende gebracht. Habe immer wieder Jobs gemacht. Von Postler über am Flughafen in LKW gefahren, über Fernseher und Geschirrspüler und Waschmaschinen aufstellen in ganz Wien, über Lieferjunge. Ich habe eine Zeit lang für eine Wettbürofirma gearbeitet, habe dort 100 Wettautomaten und einige Wettbüros betreut. Habe aber nie wirklich eine Perspektive gehabt und habe auch nie gewusst, wo gehöre ich hin, wer bin ich, was mache ich und was tue ich eigentlich den ganzen Tag. Mehr oder weniger in den Tag hinein gelebt. Und dann war es mit 24, habe ich dann in der Trafik eine Wrestling-Zeitschrift durch Zufall gesehen und mir gedacht, okay, ja, schauen wir uns mal wieder mal an, was da abgeht. Früher habe ich das als Kind gern gesehen, hat dann aber abgeflacht. Ich war aber nie wirklich der größte Fan jetzt vom Wrestling. Also nicht, dass ich jetzt als Kind gesagt habe, boah, das muss ich auch werden, ich möchte wieder Hulk Hogan oder wieder Undertaker sein. Ich habe mir eigentlich sehr wenig zugetraut. Ich habe nicht wirklich großartige Talente gehabt oder habe es immer noch nicht, oder da kommen wir dann nachher drauf ein. Ja, und dann habe ich einfach die Zeitschrift gesehen und habe da eine Werbung gesehen von einer Wrestling-Schule von Michael Kovac, so eine halbe Stunde von mir zu Hause entfernt. Und dann habe ich mir einen Freund geschnappt, sind wir dort hingegangen und haben dort das erste Training gemacht. Ich kann mich noch genau erinnern, in den Reihen, und habe den Ring gesehen, der Geruch, das ist eine alte Squat-Halle war das im Budo Center. Und dann steht da der Ring. Und da riecht es nach Schweiß, nach Blut, ein bisschen so Eisen und keine Fenster, es war schwül. Und dann bin ich da rein und habe das erste Training gehabt. Und irgendwie auf einmal, bam, hat es mich infiziert. Mein Freund hat dann nach dem zweiten Training gesagt, das ist nichts für ihn. Und ich habe dann da, eigentlich voll Feuer und Flamme dafür und habe mir gedacht, boah, was mache ich jetzt, was ist, wenn mein Trainer sagt, er nimmt nur zwei. Also nur uns zwei im Doppel. Und zu meinem Glück hat er gesagt, na, dann trainieren wir zwei. Ja, und dann hat die Reise hat da eigentlich begonnen. Und dass es wie in jedem Sport ist, dass man nicht gleich von heute auf morgen der Meister wird, war mir dazumals nicht klar. Also ich habe da wenig Talent gehabt, auch fürs Wrestling selber habe ich ganz, ganz wenig Talent gehabt und war eigentlich gar nicht gut. Also die ersten 5 Jahre hat mein Trainer mal zu mir gesagt, ja, Catcher wirst wahrscheinlich keiner, aber du kannst gut den Ring aufbauen. Ja, na, aber meine Leidenschaft war groß genug, um da trotzdem weiterzumachen. Und irgendwann einmal dann ist der Knopf aufgegangen und dann bin ich quasi explodiert und habe dann wirklich sehr viel erleben dürfen. Eine Zwischenfrage, was war deine Motivation, weißt, auch wenn es geheißen hat, du wirst jetzt kein Profi-Catcher oder was werden, dass du dann trotzdem weitermachst? Weil ich sage mal, das wäre zum Beispiel schon der erste Cut, wo jemand vielleicht aufhört und sagt, okay, Profi kann ich nicht werden, hör mal lieber auf. Ne? Ich glaube, das war mir damals gar nicht klar, warum ich das gemacht habe. Du hast es einfach gemacht, weil es Spaß gemacht hat. Genau, mir hat Spaß gemacht, es war was anderes. Es war nicht dieses klassische Fußball oder Skifahren oder halt Schwimmen oder halt diese klassischen Sportarten, die ich als Kind probiert habe oder als Jugendlicher, aber nie wirklich gut war. Also ich war in keinem Sportart richtig, richtig gut. Ich habe das Einzige, was ich gemacht habe, ist Kraftsport. Habe ich auch mit 20 circa angefangen und habe aber auch bis, ich sage mal, 26 nicht weitergebracht. Also ich habe da wirklich, ich war ein ganz schlechter Trainierer. Also wie es im Buche steht, da ist, ich habe mich nicht großartig verändert, weil ich einfach auch keinen Plan gehabt habe und einfach nur dahin trainiert habe. Mir hat es gefallen, aber so richtig gewusst habe ich nicht, was mache ich da eigentlich. Und ja, dann ist es weitergegangen mit der Wrestling-Karriere. Das heißt, du bist dran geblieben, die ersten 5 Jahre hast du gesagt, ja, nicht so erfolgreich. Und was war dann, wie ging es weiter? Genau, dann, naja, ich sage mal 3 Jahre noch, also nach 8 Jahren, habe ich dann gemerkt, okay, Training zahlt sich doch aus. Also ich bin dann einmal wirklich gut geworden, auch sogar sehr gut. Aber war noch nicht dort, wo ich eigentlich hin wollte oder wo ich hingekommen bin. Mir war immer noch nicht klar, wo will ich eigentlich hin. Auch im Wrestling habe ich nicht gewusst, was will ich eigentlich. Ja. Ich habe noch nicht wirklich gewusst, was mache ich im Ring oder wer bin ich im Ring. Ja, da können wir dann nachher auch noch ein bisschen eingehen. Was hast du in der Zeit beruflich gemacht oder war das hauptberuflich quasi? Nein, also Wrestling war nie mein Hauptberuf. Ich bin ein Lebemensch,
Das heißt, ich habe einen Beruf gehabt, hat mir der nicht gefallen, habe ich gekündigt und habe nichts gemacht. Also ich habe da zu der Zeit in meinem Webbüro gearbeitet, dann habe ich für eine Glücksspielfirma gearbeitet, bin dort viel unterwegs gewesen, habe dann auch Staubsauger verkauft, also Vorwerkstaubsauger an der Tür verkauft. Und wie gesagt, ich bin dann immer wieder zwischen die Jobs geswitcht, weil ich mir gedacht habe, ich will nicht mit Bauchweh in die Arbeit gehen. Das war nicht meins. Und sobald ich gemerkt habe, das ist nichts für mich, habe ich gekündigt und haben wir das Nächste gesucht. Mhm. Ja, und dann kann ich mich nur erinnern, da schließt sich oder da ist kreuzt sich auch der Weg zum Beispiel mit Andi Bürzel, der damals noch nicht das Gym gehabt hat. Der hat die Firma Intelligent and Strength schon gehabt, die war da relativ jung und hat quasi Seminare angeboten. Dann habe ich mal das Kraft-Dreikampf-Seminar gemacht, ein Gewichtheber-Seminar und dann hat der Andi und der Alex ihn Tom Platz nach Österreich gebracht. Für alle, die den Tom Platz nicht kennen, Bodybuilding-Legende, der Dr. Bein oder so, wie man genannt haben. Genau. Ein Bodybuilder, der für seine, sag mal, ausgeprägte Quadrizepsmuskulatur bekannt war. Ne? Für alle Nicht-Bodybuilding-Fans. Hm. Genau, und das war so, wie du schon vorher gesagt hast, so ein Meilenstein in meinem Leben. Ich wollte eigentlich schon aufhören, ich habe schon mit den Gedanken gespielt, mit dem Wrestling aufzuhören, weil einfach der Erfolg ausgeblieben ist. Ich war immer so in der zweiten, dritten Reihe, nie ganz vorne. Ich war halt dabei, weil ich ein Auto gehabt habe und weil ich jetzt nicht so schlecht war und die Konkurrenz auch nicht so gut war. Aber ich habe nie wirklich vorne mitgespielt. Also es war nicht relevant, dass ich als Chris Cole, das ist mein Künstlername, irgendwann mal im Hauptkampf ist. Mhm. Jedenfalls zurück dazu, da waren wir dann in Wiener Neustadt, eben das Seminar mit Tom Platz. Und das war wirklich ein ganz einprägsames Erlebnis für mich. Ich kann mich noch erinnern, da haben wir das am Vormittag, haben wir so eine Technik Theorie-Vormittag gemacht. Ja, da ist er da gestanden, hat er theoretisch drüber geredet, Muskel, was da passiert, warum, wieso. Und nochmal zum Tom Platz, das ist so, der war da um die 60, war wie 1,70 groß, eigentlich so ein blonder, älterer Mann, wie man sich das so vorstellt, so ein Sunnyboy, nur halt in seine 60er Jahre. Und am Nachmittag auf einmal waren wir im Gym. Und ich kann mich erinnern, ich sitze auf der Bank und der Tom Platz kommt rein und redet über den Kraftsport, über das Bodybuilding. Und auf einmal ist aus diesem 60-jährigen, 1,70 Meter kleinen, alten Mann eine 2 Meter große, leuchtende Bodybuilding-Jesus-Figur geworden. Kann ich nicht anders sagen. Also der hat mit so viel Leidenschaft über diesen Sport geredet. Das war, also da waren wir alle ruhig. Der hat mit so viel Impuls und mit so viel Liebe über diesen Sport gesprochen, ja, dass du hast nur fasziniert sein können. Und er hat auch gesagt, er dankt jeden Tag Gott, dass er Kniebeugen machen darf. Er hat die Möglichkeit, Kniebeugen machen zu dürfen. Und das ist eine Gabe, die einfach unbeschreiblich ist. Viele Leute können, wollen, dürfen, was auch immer, die Kniebeuge nicht machen. Und das war für mich einfach so ein Gedankengang, wo ich mir gedacht habe, boah, ich kann Wrestling und dann mache ich nichts draus. Ja. Dann bringe ich meinen Arsch nicht in die Höhe, dass ich wirklich dankbar dafür bin und alles 110% reingebe in den Sport. Und ab dem Tag bin ich gefürchtet im Ring geworden. Weil dann habe ich gesagt, okay, wenn, dann mache ich den Scheiß wirklich 110%, immer. 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage das Jahr. Immer. Ich tue alles dafür, dass ich 110% im Ring geben kann. Aber was war der Unterschied zu vorher? Du hast das gemacht, aber jetzt nicht mit diesem Biss. Oder wie kannst du das vergleichen? Du hast das ja vorher wahrscheinlich auch nicht halbherzig gemacht, oder? Oh ja. Okay. Ich habe es halbherzig gemacht. Ich habe nicht die Wertschätzung gehabt. Das Privileg, ich war mir nicht bewusst, was für ein Privileg ich habe, das machen zu dürfen. Und ab dem Zeitpunkt war mir das einfach bewusst, dass ich etwas machen darf, was andere nicht machen können, dürfen. Und ganz unabhängig, ob das jetzt wer andere macht oder nicht, das ist ja da sowieso nur um mich gegangen. Und da habe ich gesagt, hey, du hast die Möglichkeit, etwas zu tun in deinem Leben, was dir nicht vorbestimmt war. Weil mir war vorbestimmt, dass ich der Hausmeisterbub im Wiener Gemeindebezirk bin und dort mein Leben verbringe und nicht rauskomme dort. Und
dann habe ich mir gedacht, jetzt geht es mal richtig ab. Und dann habe ich wirklich meine Arschbacken zusammengezogen und wie ich schon vorher gesagt, 110%. Wenn du die Jungs fragst in ganz Europa und meinen Namen aussprichst, kann da jeder garantieren, okay, mit denen in den Ring rein, der gibt Gas. Egal, der gibt wirklich Gas. Und das war meins. Ich habe gewusst, ich bin nicht der beste Wrestler. Ich habe nicht den besten Körper, ich kann nicht am besten reden. Aber für das, was ich nicht kann, mache ich alles andere mit 110%. Und das ist die Leidenschaft, das Feuer, das Brennen. Einfach reingehen und glücklich schätzen, dass ich das machen darf. Und dann natürlich reißt es dann auch irgendwann einmal die Zuschauer mit. Weil die dann sehen, okay, der Junge meint das echt, was er da im Ring macht. Der lebt das. Der tut jetzt, der spielt jetzt nicht nur das vor, sondern der ist das. Und das war ich auch und bin ich halt auch. Kann man sagen, weil ich eingangs über das Warum gesprochen habe, dass das dein Warum ist? Oder das kann sich auch verändern, aber zu dem Zeitpunkt war es das, oder? Genau. Das Warum ändert sich, die Werte ändern sich natürlich im Leben. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich alles dem untergeordnet. Also mein komplettes Leben wurde dem untergeordnet. Natürlich kostet es auch seinen Preis. Also nichts ist umsonst. Ja. Wie gesagt, ich habe natürlich dann auch den Preis zahlen müssen. Meine Medaille hat immer zwei Seiten. Aber ich will einfach damit sagen, dass der perspektivlose Christian, der eigentlich nichts wirklich auf die Reihe gebracht hat, alles nur halbherzig gemacht hat, hat da sein ganzes Herzblut, seine ganze Leidenschaft, seine ganze Liebe hineingesteckt und dann, ohne mit den Gedanken, jetzt will ich was zurückhaben. Und das habe ich nicht gedacht. Das war nicht meine Intention. Sondern ich habe gesagt, okay, wenn, dann mache ich es, dann mache ich es jetzt. Jetzt ist die Zeit, jetzt gebe ich es 110% rein. Wie Tom Platz gesagt hat, ich habe Gott jeden Tag gedankt, dass ich das machen darf. Und so habe ich es ihm zurückgegeben. Ich bin jetzt kein gläubiger Mensch, aber die Metapher, glaube ich, ist klar. Und wenn du gibst, kriegst du immer retour. Und natürlich hat mir dann, ist dann der Erfolg dann natürlich gekommen und hat mich dann auch eingeholt. Ja. Was, dass du uns da ein bisschen mitnimmst, was sind die Erfolge, die du da gemacht hast? Nimm uns da mal kurz mit. Ich bin jetzt kein Wrestling-Profi, aber du kannst uns ja zwei, drei Titel nennen, wo du sagst, und auch was die für Bedeutung in dem Bereich haben, dass man mal ein Gefühl bekommt, was du alles erreicht hast. Ne? Also von den Titeln her habe ich auf jeden Fall, ich habe zur gleichen Zeit drei Titel gehalten, von zwei der größten Promotions in Deutschland, von der größten Promotion in Österreich. Ich war über ein Jahr lang Schwergewichts-Champion in der GWF, das ist eine Berliner Promotion, also wirklich riesengroß mit teilweise 1000 Zuschauer pro Monat, die hat monatlich veranstaltet. Ich habe Touren mitgemacht quer durch Deutschland, ich habe gegen die besten Leute von der Welt bin ich im Ring gestanden, gegen Rey Mysterio, gegen Super Crazy, den Leuten, die Wrestling ein bisschen verfolgen werden, die kennen. Ansonsten habe ich wirklich mithalten können mit den Besten der Welt. Und ich bin von 52 Wochenenden, war ich 50 Wochenenden unterwegs. Und habe ja, bis dato über 500 Kämpfe bestreiten dürfen. Und das hätte ich nicht machen können, wenn ich nicht alles dafür gegeben hätte. Wie ist die Reise dann weitergegangen? Wrestling und irgendwann ist sie dann einmal in Richtung den Studio gegangen, oder? Genau, also ein ganz guter Freund, den ich über das Wrestling schon vor 16 Jahren kennengelernt habe, der Martin Heiligenbrunner, Damon Briggs, ganz guter Freund, ich kann sagen, ist wie mein Bruder, der ist dann auf einmal da gestanden und hat gesagt, hey, ich gehe dann in ein kleines Studio in Innsdorf trainieren und das Studio rennt immer so gut und die wollen das hergeben, machen wir das. Ja, kurz überlegt, ne, was haben wir zu verlieren, ein bisschen Geld. Und ja, haben wir das einfach, das Projekt gestartet, ohne auch, wie beim Wrestling, wie 15 Jahre davor, nicht zu wissen, wo bringt mich das hin. Wir haben natürlich auf uns vertraut, dass wir auch natürlich Erfahrung haben, dass wir die Ausbildung haben. Wir haben null Ahnung von Selbstständigkeit gehabt. Wir haben auch null Ahnung davon gehabt, wie man einen Betrieb führt. Aber wir haben uns vertraut. Wir haben Vertrauen in uns selber gehabt, ich habe Vertrauen in ihn gehabt, er hat mir vertraut. Und mir gesagt, das Wichtigste, wir machen es einmal nicht fürs Geld. Das war nicht die oberste Intention, sondern wir machen das, weil das eigentlich immer im Hinterkopf war, so, hey, eigene Studio wäre schon geil. Ja, drei Jahre später haben wir das Studio erfolgreich, bis dato erfolgreich betrieben. Wir rennen immer noch top, also wir haben ständig Neukunden, die Leute sind zufrieden, wir haben Durchschnittsquote von 70%
von den Leuten, die bei uns Mitglieder sind, die regelmäßig trainieren. Wir geben da wirklich unser Herzblut rein, unsere Leidenschaft, und ich kann ehrlich sagen, ich habe da meine Berufung gefunden. Für mich ist das kein Beruf, kein Job, das ist einfach mein Leben. Also für mich gibt es einen fließenden Übergang zwischen meinem privaten und meinem beruflichen. Das ist verwaschen, ich mache da keinen Unterschied mehr. Also das gehört zu mir. Das ist auch das, was, wie wir gesprochen haben bei dir im Gym, der Grund, warum ich gesagt habe, den Chris möchte ich gern im Rockcast haben, weil ich diese Leidenschaft im Gespräch gemerkt habe, und ja, das finde ich geil, und bei mir ist genau das gleiche für Rocksports. Und die Metapher finde ich, habe ich zuerst so cool gefunden, Tom Platz, wie aus dem kleinen Männchen der Große wird, und genauso ist es, wenn man in Leidenschaft von etwas spricht, dann merkst du das in den Augen, du merkst das überall. Gänsehaut, die ich gerade krieg, schau. Der Chris hat gerade Gänsehaut, also richtig, richtig cool, und das ist das, was mich so bewegt. Die Geschichte, die du jetzt erzählt hast, wir haben ja vorhin gesagt, das Leben wird in die Zukunft gelebt, genau. Ja, rückwirkend verstanden. Jetzt waren da viele kleine Punkte dabei, die du jetzt so einfach erzählt hast. Rückblickend, die drei größten Key-Learnings, welche kannst du da rausziehen, wenn man jetzt sagt, okay, du hast jetzt da dahin gelebt, vom Gemeindebub zum erfolgreichen Wrestling-Champion bis hin jetzt zu deinem eigenen Gym, das Warum hat sich geändert, in das Gym sozusagen. Mhm. Es sind einige Wegkreuzungen im Leben gewesen. Das eine war zum Beispiel zum Wrestling, die nächste Kreuzung war zum Gym, das sich einfach so angeboten hat. Und zu dem Zeitpunkt hast du nicht gewusst, dass das genau das Richtige ist. Rückblickend gesehen, wie weiß ich, ob das Richtige ist? Oder was sind da deine Key Learnings, die du mitgeben kannst? Wo jemand anderer vielleicht sagt, hey, es bietet sich da irgendeine Chance, aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Also mal wichtig ist für mich, das ist so ein Leitsatz in meinem Leben, so viel wie möglich, Ja zu sagen. So viele Möglichkeiten Ja sagen. Ja. Die Sachen, die du nicht machst, die wirst du bereuen. Und das habe ich eigentlich immer schon mein Leben, unbewusst habe ich immer schon so gelebt. Das ist vielleicht auch der Grund, wie du das beschrieben hast mit den vielen Jobs, die du gehabt hast. Genau. Wenn du nicht Ja gesagt hast zu etwas, dann wärst du wahrscheinlich nur bei einem Job leben oder vielleicht zwei, aber nicht bei zehn, genau, sage ich jetzt einmal. Und in dem Moment habe ich teilweise die Jobs gehasst auch, ja. Aber im Nachhinein ist man dann immer, habe ich dann gewusst, okay, der Job hat mir wieder einen Schritt weiter zu dem gebracht, wo ich heute bin. Hätte ich nicht die Staubsauger verkauft, hätte ich nie gelernt, wie verkaufe ich mich selber. Ja. Was wiederum beim Wrestling wichtig ist. Ganz da genau. Jetzt gleich, ja, dazu. Das ist genau das Gleiche. Ja, das ist so wichtig auch im Wrestling. Und man ist sich manchmal auch nicht, also wie wir vorher schon gesprochen haben, dieses lebe deine Träume, und Träume können wahr werden, wenn du wirklich daran arbeitest. Wenn mir das mit 20 gesagt hätte, hätte ich gesagt, was erzählst du denn da für einen Scheiß? Ja, was ist das für Träume? Ich komme aus einem Gemeindebezirk, was soll ich für Träume haben? Ich bleibe Elektriker und heirate irgendwann und habe zwei Kinder und fahre einmal im Jahr in Urlaub. Ist auch okay, wenn man das so will. Aber irgendwann einmal habe ich dann unbewusst eben diese Gabelung vor mir gehabt mit dem Wrestling. Mhm. Und habe gesagt, da gehe ich jetzt einmal einen Weg, den ich nicht hätte bestreiten können, wenn ich nicht gesagt hätte, ich probiere es einmal. Mhm. Ich probiere es. Das heißt, Key Learning Nummer 1, Chancen, die sich ergeben, die vielleicht am ersten Blick jetzt nicht irgendwie berauschend sind, genau, trotzdem lieber einmal zu viel probieren, weil einmal, ja, zu wenig. Und da gibt es ja das schöne Sprichwort, du hast das angerissen, man bereut nicht die Dinge, die man gemacht hat, sondern die Dinge, die man nicht gemacht hat. Gibt es ein richtig cooles Buch, habe ich auch in meiner Buchtipp-Rockcast-Folge von der Bronnie Ware, ich glaube, wir haben kurz drüber gesprochen, 5 Dinge, die Sterbende bereuen, und da steht das ähnlich drinnen, ja, dass genau das, was man nicht macht, das ist das, was man, ja, bereut. Ne? Und natürlich auch, wie es im Training ist. Natürlich, ich habe dann das Glück gehabt, übers Wrestling einen Trainer kennenlernen zu dürfen. Aus Wien, der hat so ein kleines Kellerstudio gehabt, so richtig oldschool. Der Typ war selber oldschool, der hat einige Bodybuilder vorbereitet in die 80er Jahre. Und der hat mir dann auch die Leidenschaft zum Eisen mitgegeben. Der hat gemerkt, okay, mir drinnen ist so Feuer, eine ganz kleine Glut. Der Typ, wenn der junge Bub das Eisen angreift, der weiß zwar nicht, was er da gerade macht, aber da ist eine Verbindung, und der hat das Feuer entfacht. Und der hat mir immer dann die Möglichkeit gegeben, aus mir rauszugehen. Immer, geh aus deiner Komfortzone raus. Ja, geh raus und probier Sachen aus. Ja, ist egal, ob du das nicht schaffst, ja, sondern probier es einfach, tu es. Ja.
Und um das geht es auch, das ist Trial and Error. Ja, ich bin nicht überall gut, ich kann nicht alles schaffen, aber ich kann daraus lernen. Und aus jeder Situation, die du meisterst, auch wenn du jetzt da einen Fehler machst oder das nicht schaffst, kannst du daraus lernen. Und du musst aber auch wissen, dass du einen Fehler gemacht hast und dir auch bewusst sein, dass ich daraus lernen kann. Mhm. Wenn nur einen Fehler machen und dann sagen, ja, ich bin zu blöd dafür und dann mache ich den Fehler noch einmal. Dumm ist man, wenn man einen Fehler öfter macht. Mhm. Ja, wenn man aus dem Fehler lernt, dann natürlich kommen dann wieder Wege, die sich eröffnen. Gibt es auch das schöne Sprichwort, wenn man fragt, was das Gegenteil von Erfolg ist. Und das ist eben nicht Misserfolg, sondern das Gegenteil von Erfolg ist nichts tun. Denn das genau. Fehler machen gehört genau dazu. Und es gibt keinen, der über Nacht erfolgreich geworden ist, sowohl nicht beim Wrestling, auch nicht beim Powerlifting, im Unternehmen oder was auch immer. Die meisten über Nacht Erfolge dauern 20, 30 Jahre und jeder von denen ist Profi im Fehler machen. Und man kann das ja auch positiv sehen. Fehler ist gar nicht negativ behaftet, sondern dass man sagt, wenn ich etwas nicht schaffe, dann ist das einfach nur ein Weg, den ich rausgefunden habe, wo es nicht geht. Oder probiere ich einen anderen und schaue, ob es dann geht. Und wenn es dann nicht geht, dann probiere ich den nächsten. Du hast das zuerst auch cool gesagt, das Leben ist wie eine Kniebeuge. Es gibt da auf und da ab. Und wenn du einfach einmal unten bist in der Kniebeuge und das Leben drückt von oben runter, musst halt aufstehen. Ja, genau. Oder du bleibst liegen genau. Und lässt dich vom Leben zerdrücken. Und das ist aber keine Option für uns alle. Ne? Und genau das ist es. Das Leben ist wie eine Kniebeuge. Und je schwerer du das auferlegst, desto stärker kommst du aber wieder zurück. Ja, wenn ich immer nur mit einem ganz leichten Gewicht Kniebeugen mache, ja, dann komme ich auch wieder rauf. Ganz leicht. Sprich in der Komfortzone drinnen, ganz wo das genau. Gewicht ganz, ganz leicht ist. Und außerhalb von der Komfortzone ist Gewicht schwer, aber da ist dann auch der Wachstumsreiz stärker, so wie es im Bodybuilding ist. Ich brauche Kraft, ich brauche Energie, ich brauche Eisen, um den Muskel zum Wachsen zu bringen. Genauso ist es auch, die Komfortzone muss ich verlassen, um unseren mentalen Muskel sozusagen zum Wachsen zu bringen. Ne? Ja. Okay, das heißt, Learning Nummer 1 war im Grunde Sachen ausprobieren, nicht von Haus aus Nein zu sagen, ja. Irgendwas rein zu interpretieren und sagen, na, das ist wahrscheinlich eh Kacke. Es gibt eine Dynamik dahinter, die wir gar nicht verstehen, also Dinge machen. Mhm. Und das Zweite, wie würdest du das zusammenfassen? Trial and Error, mach Fehler, probier aus, tu und lern daraus. Ja? Offen sein fürs Lernen, ja? Die Augen offen halten, einfach Sachen ausprobieren und auch dir bewusst sein, dass du das einmal nicht schaffst. Aber dann daraus lernen und weitermachen, vor allem immer wieder weitermachen. Aufstehen, Rocky. Ja, es ist nicht, du bist nicht der Champion, wenn du unten bleibst, sondern der Champion ist der wieder aufsteht, nachdem er einen Hit bekommt. Ja. Und so ist es immer genauso. Manchmal ist es ein bisschen stärker, manchmal ist es ein bisschen leichter. Es ist wieder die Sichtweise, wie sehe ich was, ja, was mache ich aus der Situation. Ich kann immer das Beste aus der Situation machen. Das war auch immer so mein Credo. Ich bin eigentlich von Haus aus ein ziemlich positiver Typ. Ja. Und die Situationen kommen ja. Ja. Ich kann ja die Situationen, in die ich reinkomme, nicht beeinflussen. Mhm. Nur was ich kann nicht beeinflussen, wie ich auf die Situation reagiere. Und meistens ist mit einem Humor, mit einer bisschen Gelassenheit und mit einer bisschen Selbst, wenn man sich selbst nicht so ernst nimmt, das war auch immer, es begleitet mich mein Leben lang. Ich habe mich nie ernst genommen oder nicht, wenn es um was geht, natürlich schon, aber größtenteils nicht zu ernst. Zu ernst genommen, genau. Und dann sind die Situationen eigentlich meistens nicht halb so schlimm. Mhm. Ja. Und das hat mir auch irrsinnig geholfen, einfach immer weiterzumachen und nächsten Step. Das war im Grunde schon das dritte Q-Learning, ne? Also richtig cooler Abschluss zu dem Thema. Ja. Ne? Ich würde jetzt gerne mal kurz in das Wrestling-Thema einsteigen. Ich sage es ganz ehrlich, so wie es ist, wie es ich immer erlebt habe. Mittlerweile weiß ich ja, was alles dahinter steckt. Mhm. Und selbst als Wettkampfsportler von außen schaut oftmals alles einfach aus, wenn man dann das hinterfragt. Und für mich war früher immer Wrestling, das sind halt ein paar Leute, die stark sind, die sich halt gegenseitig die Schädel einhauen, aber irgendwie tanzen sie doch nicht weh und so weiter. Ich habe das nie richtig verstanden. Mhm. Nehmen wir uns einmal für jemanden, der genau diese Vorurteile, die ich gehabt habe, hat. Und sag einmal in ein paar Sätzen, warum das Wrestling eigentlich viel, viel mehr ist und was da dahinter steckt. Ne? Also Wrestling ist jetzt auch unterm Schluss. Entschuldigung noch, du hast ja auch eine Wrestling-Schule, das heißt, du gibst dir das Ganze auch weiter und von daher hast du sicher ein paar coole Lehrsätze, was Wrestling ist. Ne? Hm?
Also unterm Strich ist Wrestling, das sind zwei verschwitzte Jungs, die mit kurzen Hosen im Ring stehen und so tun, als würden sie raufen. Natürlich ist viel mehr dahinter. Ja. Vorrangig einmal ist es einmal eine sportliche Unterhaltung. Das heißt, wir vergleichen uns eher mit Artisten, mit Sport, wirklich sehr Hochleistung, im Hochleistungssport angelehnte Artisten. Wir versuchen, eine Geschichte im Ring zu erzählen, die Leute mitzureißen mit den Aktionen, die wir im Ring zeigen. Es gibt da meistens einen Guten und einen Bösen, die bekämpfen sich im Ring. Es kann manchmal ein bisschen härter werden, manchmal kann aber auch ein bisschen mehr Show dabei sein. Wir versuchen halt die Leute in diesen 20 Minuten eine Reise mitzunehmen und sie emotionale Berg- und Talfahrt einfach mitzunehmen. Und das kann man im Wrestling mit ziemlich vielen geilen Möglichkeiten machen. Also von, ich mache jetzt wirklich ein technisch hochwertiges Ringer-Match, oder ich zeige den Leuten, so wie der Hulk Hogan halt, mit einem Gimmick, das heißt mit einem Charakter, den ich spiele, der ein bisschen überspitzt ist. Das war bei dir der Chris Cole, ne? Dein Künstlername? Genau, mein Künstlername ist Chris Cole, der Austrian Wolverine. Das bin ich mal 10 multipliziert überspitzt. Mhm. Also ein harter Junge, der im Ring wirklich 110% gibt, der nichts anbrennen lässt, der wirklich seinen Gegner nichts schenkt und auch sich selber nichts schenkt. Also ich habe auch keine Rücksicht auf meinen Körper genommen. Und dieses Gimmick, also diesen Charakter, habe ich sehr, sehr, oder kann ich sehr, sehr erfolgreich und gut im Ring rüberbringen. So, dass die Leute das mir abnehmen. Warum? Weil ich selber dran glaube. Ich glaube an das, was ich im Ring mache. Auch wenn es jetzt fake ist, das heißt, wir versuchen natürlich uns nicht zu verletzen. Das macht ja keinen Sinn, wenn ich meinen Gegner nach 2 Minuten einen in die Pfeifen haue und das Match ist vorbei. Aber ich schenke meinen Gegner auch nichts. Also sie werden von mir gefordert, genauso wie ich es will, gefordert zu werden im Ring. Ist natürlich jetzt da leichter zu erklären, wenn man das mal live sieht. Es ist jeder gerne eingeladen, einmal eine Show in Österreich zu sehen. Ich kann da was ergänzen, was mir aufgefallen ist, und zwar, wie wir uns kennengelernt haben. Das war ja ein Wrestling-Training quasi, genau, was du mit deinem Freund dort warst und ein paar Novizen, formuliere ich jetzt einmal so. Und du kennst dann den Unterschied, wenn du im Fernsehen einmal ein echtes Wrestling-Match gesehen hast, wie das schaut nicht gekünstelt aus. Genau. Und wie du dann merkst, wenn Novizen da stehen, wie abgehackt diese einzelnen Moves sind. Und genau, dass du diese Moves in der Geschichte rüberbringst und auch noch, und wenn du diese WWF-Matches im Fernsehen anschaust, wo, weiß nicht, 20.000 Leute völlig durchdrehen, ja, obwohl es eigentlich jeder weiß, dass das nur gestellt ist, aber was die schaffen, was die für Emotionen vermitteln, und das ist das Unglaubliche, und das in Kombination noch, wenn man sich anschaut, wenn du da von den Ringseilen runterspringst und denkst, da ist jetzt alles kaputt, ja, die Kombination, also du hast vorhin Hochleistungssport angesprochen, ich kann mir gut vorstellen, dass sich der eine oder andere denkt, Wrestling, Hochleistungssport, man muss das live sehen, ja, dann siehst du, das als Wettkampf-Powerlifter auch sagen, dass da sehr, sehr viel dahinter steckt. Und die Kombination, das Sportliche als auch das Akrobatische und die, ich sage mal, die Stimmung, wenn du einen Charakter hast und nicht in der Lage bist, schauspielerisch die Leute mitzureißen, dann wird das mit Wrestling vermutlich nicht funktionieren. Ne? Wird nicht funktionieren, genau. Ich kann natürlich einen dreifachen Rückwärtssalto machen und die Leute stehen und sagen, boah, der hat einen dreifachen Rückwärtssalto gemacht. Nur was mache ich dann nachher? Ja. Wenn ich natürlich einen guten Charakter habe und die Geschichte richtig cool erzählen kann, wie du schon sagst, mit schauspielerischer Leistung, mit dem Gesicht, mit dem Gefühl, die ich mit meinem Gesicht weitergebe, in Verbindung mit den Moves und mit den Schlägen. Und natürlich ist es auch wichtig, wie beim Zauberer, wenn ich jetzt zu einem Zauberer hingehe und sage, dort sitzt dort im Publikum mit verschränkten Armen und sage, oh, das ist eh nur alles fake, weil der zaubert ja nicht wirklich, es gibt ja keine Zauberer, dann habe ich auch keinen Spaß daran. Mhm. Gehe ich aber hin und lasse mich verzaubern, dann bin ich in einer anderen Welt. Und das Gleiche ist mit dem Wrestling. Gehe ich dorthin und sage, okay, diese 1,5 Stunden oder 2 Stunden bei der Show, lasse ich mich mitreißen mit den Jungs. Dann ist das wirklich, wirklich, wirklich geil. Im Grunde nichts anderes, ich gehe ins Theater. Ne? Ganz genau. Nur, dass halt da noch ein bisschen mehr... Ganz genau. Wir waren teilweise im Theater drinnen und wie wir dann dort Gas gegeben haben, die haben uns gesagt, was macht ihr da? Ihr fliegt ja echt, ihr schlagt euch ja echt, weil die hauen ja 3 Meter daneben. Ja. Und das Geile im Wrestling natürlich ist auch, wie du das schon erwähnt hast, mit den 20.000 Leuten. Dadurch, dass ich so viel umgekommen bin und wirklich auch sehr bekannt war und auch sehr beliebt bin, wenn du in eine Halle reinkommst und 1.000 Leute schreien deinen Namen und dann stehst du im Ring drinnen und machst eine Aktion oder einen
oder gibst eine Emotion und die kommt tausendfach zurück, ist das für mich wie eine Droge. Und da können wir vielleicht auch einen kleinen Umschwung zum Leben machen. Ich bin immer einer leicht gewesen, der leicht, ich war leicht von Sachen abhängig. Und das war jetzt eigentlich eine negative Eigenschaft von mir. Aber im Wrestling nicht. Ich war abhängig davon, dass ich in den Ring reingehe. Und das habe ich mir zugute genommen. Ich habe eigentlich eine schlechte Eigenschaft von mir genommen und zu einer erfolgreichen Eigenschaft gemacht. Aber das kannst du jetzt sagen, das war zu dem Zeitpunkt, wie du das gemacht hast, hast du das auch schon verstanden? Nein, also das habe ich nicht verstanden. Da habe ich auch meine Schwächen nicht unter Kontrolle gehabt. Und auch nicht bewusst, weil meine Schwächen auch nicht bewusst, weil ich mich damit nicht auseinandergesetzt habe. Jetzt, wo man sich am gewissen Alter mal mit sich selber auseinandersetzt, kommt man auf viele Dinge. Wie du schon sagst, in der Vergangenheit lernt man halt, für die Zukunft hoffentlich. Und ja, da habe ich dann halt, jetzt checke ich es erst, was da abgegangen ist, warum ich eigentlich so gut war. Weil einfach diese anophysische Schwäche, die ich habe, mir ein irrsinniges Potenzial gegeben hat, wo ich woanders das mit was anderem nicht auffangen habe können. Mit meinem Körper, da ich jetzt nicht den Bodybuilding-Körper habe oder diesen Strongman-Körper oder eben diese technische Attitude. Ich war halt nie wirklich der beste technische Wrestler. Ich war gut, aber nicht der beste. Aber ich habe diese Eigenschaft gehabt, leicht abhängig zu sein, und das habe ich mir hier zugute genommen. Und das ist mir aber auch erst ziemlich spät bewusst geworden. Meine Frage wäre noch gewesen, warum geht man in den Ring? Aber du hast das in Wahrheit schon beantwortet mit der, du gibst die Emotion raus und kriegst es tausendfach zurück. Genau. Kann ich zu 1000% nachvollziehen. Ne? Und das ist im Grunde dein Antrieb gewesen. Ne? Was ist dein Antrieb jetzt im Gym, im Studio? Mein Antrieb ist vor allem einmal, dass ich für mich selber machen darf, was ich liebe, dass ich das Privileg habe, und ich bin wirklich jeden Tag dafür dankbar, wieder die Worte von Tom Platz. Ich gehe jeden Tag in mein Gym rein, in der Früh, ich schaue, dass ich meistens alleine bin in der Früh, setze mich hin und bin einfach nur, ich sitze in der Ruhe im Gym drinnen, es ist nichts aufgedreht, und bin nur dankbar, dass ich das hier haben darf. Und das ist für mich unter anderem meine Bezahlung, sicher dann auch. Ich liebe es, mit Leuten zu trainieren, ich liebe es, mein Wissen weiterzugeben, die Erfolge meiner Mitglieder, meiner Freunde zu sehen, von ihnen zu lernen dürfen. Also ich bin echt offen auch, dass ich von anderen Leuten lerne. Und das ist die schönste Bezahlung, wenn dann Menschen zu dir kommen, dich als Freunde, als Freund bezeichnen und sagen, hey, danke, dass du mir hier weitergeholfen hast. Ja. Und das ist mein Antrieb. Das ist das, warum ich das machen will und warum ich auch glücklich bin, das machen zu dürfen. Dankbar zu sein, das ist natürlich auch ganz wichtig. Und auch nicht das selbstverständlich zu nehmen. Also es ist für mich keine Selbstverständlichkeit, dass ich das Studio habe. Jetzt werden wir ein bisschen sentimental. Ja, ist schon gut so. Würdest du sagen, das ist dein Warum? Wo du sagst, das habe ich jetzt gefunden, das ist mein Gym. Das ist einfach, du hast das im Podcast jetzt schon gesagt oder bei unserem letzten Gespräch, so geht es mir ähnlich. Es ist keine Arbeit in Wahrheit. Ist das denn warum? Kann man das so sagen? Schau her. Hättest du mich vor 15 Jahren gefragt, ist das dein Warum, was du jetzt im Wrestling machst? Hätte da was ganz was anderes gesagt, was ich da jetzt sage, was eigentlich gewesen ist. Also vielleicht kann ich da in 10 Jahren wieder sagen, warum ich das mache. Jetzt im Moment ist einfach wirklich auch das Warum, weil ich mich da entfalten kann, weil ich da so sein kann, wie ich bin. Ich brauche mich nicht verstellen und ich kann das, was mir leicht fällt. Ja, man soll auch immer solche Sachen machen, die einem leicht fallen. Dann ist es ja nicht anstrengend. Ich muss mich ja nicht anstrengen für das, dass ich in meinem Gym eine gute Arbeit mache. Ich streng mich schon an, damit ich besser werde. Und ich schaue, dass ich auch nicht stehen bleibe. Aber es fällt mir echt leicht von der Hand. Und das mache ich halt auch deswegen gerne. Und wenn du wahrscheinlich in der Früh im Auto sitzen würdest und dir denkst, scheiße, wo fahre ich da jetzt hin? Wo muss ich da jetzt den ganzen Tag sitzen? Mhm. Ist das die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass das der Job, wo du jetzt gerade hinfährst, nicht ideal ist. Wenn so ist wie bei dir und du freust dich auf das Ganze, du bist dankbar, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das aktuell deinem Warum entspricht. Und das darf sich auch verändern. Ja, Prioritäten verändern sich und so weiter. Ne? Aber ich kann da als Feedback geben, so wie du sprichst, so wie auch im Gespräch davor, es wirkt extrem
wie soll ich sagen, 1000% authentisch. Ich weiß, dass das, was du machst, mit Liebe machst. Und wenn das in 2 Jahren wieder was anderes ist, ist es okay. Aber gefühlt ist aktuell genau das, was für dich aktuell spricht. Ne? Das war natürlich auch für mich ein Lernprozess. Und das wird wahrscheinlich auch, wie kommt davon halt, es ist halt nicht immer einfach, auch da rauszufinden, was man. Also ich hätte vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren oder 20 Jahren nicht sagen können, was ich, was, wenn du mich gefragt hast, was machst denn du gerne, hätte ich das nicht sagen können. Ja, ich weiß es nicht. Ja. Und so wird es wahrscheinlich vielen Leuten auch gehen, dass sie nicht wissen, was sie wirklich wollen. Ja. Und da ist auch wieder, kommen wir wieder zurück, man muss aber Sachen ausprobieren, um zu wissen, was man dann wirklich gut kann und was man auch will. Oder nicht will, ne? Ja, oder nicht will, genau. Weil ich will nicht mehr auf der Baustelle arbeiten. Ja. Das ist, ich habe jahrelang auf einer Baustelle gearbeitet, auch einen Job, den ich gemacht habe. Und das will ich nicht mehr. Und deswegen bin ich auch wieder, weil ich das sehe, wie geil das ist, wenn man etwas macht, das man gern macht. Wie erfolgreich du das eigentlich sein kannst. Und das ist, wie gesagt, vorhin nie ums Geld gegangen. Aber mit Leidenschaft und Engagement und natürlich auch viel Arbeit. Ja. Auch wenn es einmal länger wird und auch wenn ich einmal Arbeiten, Sachen machen muss, wie eine Buchhaltung, die mich null interessieren, aber ich trotzdem machen muss, weiß ich, für was ich es mache. Und somit macht es mir schon wieder Spaß. Ja. Und das war auch dieses, wenn wir zurückgehen, vor 5, 6 Jahren, wo der Umsprung gekommen ist beim Wrestling, wo ich mir dann gedacht habe, jetzt muss ich wirklich Gas geben. Ich bin in der Früh aufgestanden und ich habe jeden Tag das Gleiche gegessen. Ich habe zum Mittag jeden Tag Händel mit Reis, am Abend Händel mit Reis. Ich war jeden Tag trainieren. Das Erste, was ich gemacht habe, wenn ich vom Catchen am Sonntag heimgekommen bin, ich war trainieren. Ich habe genau gewusst, ich muss das machen, ich will das machen, um auf dem Level zu bleiben. Und es war aber für mich nicht anstrengend. Ich habe mich sehr angestrengt im Training und bei der Ernährung stark zu sein. Aber es war nie anstrengend für mich. Mhm. Es war immer geil und es war es auch immer wert. Und du hast immer gewusst, wofür du das machst. Ne? Genau. Genau, das ist das. Ich habe natürlich schon gewusst, okay, ich will das machen, weil muss ist immer so eine Geschichte. Ich will das machen und dann kommt das aber auch. Du kriegst dann die Retourkutsche quasi, im positiven Fall. Mhm. Und das war der Erfolg. Mhm. Jetzt nicht unbedingt finanziell, aber ich habe Sachen erleben dürfen, ich habe Menschen kennenlernen dürfen, ich habe ich war in Deutschland, Italien, Ungarn, Polen, ich habe überall kämpfen, ich habe überall Brüder, ich habe überall eine Familie. Wenn ich nach Berlin rauffahre, wartet dort eine Familie auf mich. Mhm. Ja, das ist diese Bruderschaft, das wirst du kennen, auch vom Kraftsport natürlich, das eint. Leidenschaft eint natürlich auch. Und das ist halt dann auch diese Dankbarkeit und den Lohn, den du dafür bekommst. Ja. Mhm. Und ja, also das ist unglaublich, was man dann auch wieder retour bekommt. Wenn man etwas macht, um nichts zu bekommen, bekommt man umso mehr zurück. Mhm. Also meine Intention war nie, dass ich jetzt irgendwas zurückbekomme dafür. Mhm. Ich gebe das, ich mache das, mir macht das Spaß, ich hau da alles rein, diese 110% hau ich rein. Und auf einmal kommt es zurück, Studio, Möglichkeiten, mit dir dich kennenzulernen zu dürfen, hätte ich nicht nur das Wrestling machen können. Mhm. In Tom Platz hätte ich nie was Wrestling kennenlernen dürfen, weil ich nicht wirklich dann trainiert hätte. Mhm. Also das kommt dann alles und im Nachhinein ergibt dann alles einen Sinn. Ne? Ja, genau. Ja. Und das ist das Geile am Leben. Mhm. Und was natürlich auch diese drei Aspekte, was du gemeint hast, was noch ein ganz wichtiger ist. Und der ist mir erst aber vor kurzem bewusst worden. Mit 40 denkt man ein bisschen mehr nach. Das Leben ist kurz. Das Leben ist echt kurz. Und das Leben ist vor allem keine Generalprobe. Ne? Nein. Du kannst nicht alles probieren und dann sagen, okay, beim nächsten Mal mache ich es anders. Und du bist 40, du hast das gleiche Leben noch einmal vor dir. Wahrscheinlich noch mehr mit der Gesundheitserwartung, die wir jetzt haben. Naja, ein Catcher-Leben kostet 10 Jahre. Naja, dann wirst du 90. Ne? Ja. Aber du hast noch einmal so viel. Aber trotzdem, wir haben gerade vorhin über das Thema Zeit gesprochen, das verfließt wie der Sand in den Händen. Das ist unglaublich. Ja. Und je mehr du in deiner Leidenschaft drinnen bist, desto schneller geht das gefühlt. Ne? Und du bist auch Familienvater, da wird es wahrscheinlich noch eine Spur schneller gehen. Das ist unglaublich. Also ich bin jetzt quasi im Herbst von meiner Wrestling-Karriere. Mhm. Also die hohe Zeit ist vorbei. Ich gehe jetzt im Berg schon wieder runter, aber was ich sehe, weil ich genau weiß, das Leben ist kurz, ich sehe den nächsten Berg, wo ich raufgehe. Mhm. Und den erklimme ich jetzt. Und er wird wieder steil und ich werde vielleicht wieder ein bisschen runterfallen. Mhm. Oder nicht den richtigen Griff treffen, aber ich werde raufgehen. Mhm. Und dann, wenn ich da oben bin, wo geht es dann wieder hin? Zum nächsten Berg. Mhm. Und so geht es immer wieder weiter.
Apropos Berg ist meine nächste Frage, wo wir jetzt dann schön zum Abschluss kommen. Auf welchen Berg gehen wir jetzt, oder wie? Genau. Wo geht die Reise hin? Was sehen wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren von dir? Ich lasse mich überraschen. Ich lasse mich überraschen, das Leben ist... Die geilsten Momente und die geilsten Situationen habe ich nicht planen können in meinem Leben. Ich habe nicht planen können, dass ich in dem Moment in die Trafik reingehe, wo da genau das Power Wrestling Heft liegt. Ich kann natürlich meine Zukunft, den Weg richten, wo ich hingehe, wo ich dann hinkomme. Da lasse ich mich überraschen. Aber ich werde auf jeden Fall im Kraftsport bleiben. Ich möchte auch das weitergeben, was ich erlebt habe. Ich möchte den Leuten auch mitteilen, dass man wirklich, und das klingt jetzt auch wieder so abgedroschen, alles erreichen kann. Ja, wenn mir einer mit 20 gesagt hätte, Chris, du kannst alles erreichen, was du willst. Ich sage, Alter, ich bin am Gemeindebau, oder was willst du von mir? Mhm. Das höchste Gefühl, dass ich vielleicht einmal ein Audi fahre oder was, aber das war es dann aber auch schon. Mhm. Nein, es ist aber wirklich so. Jetzt kann ich sagen, du kannst alles erreichen. Die Welt steht offen, wie schon Schwarzenegger gesagt hat. Arbeit dran, hab einen Fokus und tu, was du tust mit Leidenschaft. Dann kannst du alles erreichen. Und das sage ich wirklich als einer, der das nie wirklich geglaubt hat. Also bis 35 hätte ich das nicht geglaubt, was mir das einer gesagt hätte. Mhm. Ich habe gesagt, ja, zuerst irgendein Schatz, das ist Hollywood. Mhm. In irgendeinem Hollywood-Film reden sie über das und dann wird er Präsident. Aber es ist ja wirklich so. Mhm. Also, und das möchte ich einfach den Leuten auch weitergeben. Vielleicht wäre es auch ein bisschen anders gelaufen, ich kann nicht sagen, aber wenn mir einer mit 20 oder 25 trotzdem ein wenig gesagt hätte, ich habe doch ein paar Jahre verkackt, wo ich mehr Engagement hätte zeigen können oder mehr in meine Zukunft hätte investieren können, aber wahrscheinlich war es so gut, wie es gelaufen ist. Aber ich kann mich trotzdem Leuten unterstützen, helfen. Helfen klingt so abgedroschen, aber den Leuten, ich weiß, was meinst, ja, aufzeigen, dass wirklich alles möglich ist. Mhm. Aber muss man die Arschbacken zusammen. Ja. Geschenkt bekommt man nichts. Genau so ist es. So einfach ist es. Chris, zum Abschluss habe ich immer ein paar coole Dinge vorbereitet. Und zwar, Frage Nummer 1. Was ist dein Lieblingszitat? Was kommt da sofort in den Sinn? Das Leben ist zu kurz. Nutze es. Leb dein Leben. Du hast nur ein Leben und das gibt Gas. Das Leben ist eine Party. Wirklich, ohne Scheiß. Leben ist eine Party. Lebe es, als hätte es kein zweites. Es gibt kein zweites Leben. Finde ich gut. Vervollständige folgende Sätze, und zwar: Glück ist? Glück ist, aus jeder Situation das Beste zu machen. Und im Jahr 2025 wird in Österreich? Hoffentlich Rocksport der führende Supplementenhersteller sein. Das bin ich schon, ja. Ja. Aber cool, danke für die Blumen. Ne? Ich arbeite dran, ja. 2 Fragen noch. Frage Nummer 1, wenn ich jetzt vielleicht die eine oder andere Person begeistern haben können, wir beide zum Thema Wrestling, die gesagt haben, eigentlich ist es völlig unspannend, aber sie würden sich jetzt da ein bisschen informieren, wo geht man da hin, wo findet man da was? Instagram Energy Fitness Wrestling, da kann man alles finden, oder auf der Energy Fitness Seite gibt es sicher auch einen Link zu meiner Schule. Wir sind am Städten zu Hause und wer Interesse hat, einfach mal durchmelden, anschreiben, vorbeikommen, anschauen. Und wenn ihr euch nur das Training anschaut und einfach nur mal reinschnuppern wollt, wir sind immer happy, wenn Leute da sind. Es ist eine geile Stimmung, wir sind coole Jungs und es ist reichlich Action dabei. Sehr cool. Und wenn man dich persönlich irgendwie verfolgen will, wo kommt man da hin? Am besten Energy Fitness, das Studio in Ensdorf. Das heißt, da stehst du persönlich dahinter? Genau. Mhm. Sehr cool, Chris. Das war der Abschluss. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank. Ich finde es geil, die Geschichte vom Wiener Gemeindebub zu dem, was du durchgemacht hast. Die Key-Learnings, die kannst du 1000% unterstreichen. Also vielen Dank, dass du uns da mitgenommen hast. Danke für die Offenheit. Danke auch, obwohl wir uns noch nicht so lange kennen, dass du gleich gesagt hast, passt, Rockcast machen wir. Und wir haben ja für nächstes Jahr die eine oder andere Idee und freue mich, wenn wir da gemeinsam was Cooles machen. Herzlichen Dank. Ja. Gerne, und ihr werdet sicher noch von uns hören. Und dir noch viel Glück, auf jeden Fall danke. Es ist auf jeden Fall Bereicherung, dass wir zwei uns kennengelernt haben. Ich freue mich schon auf die Zukunft und ich wünsche dir und alles, was du in die Hand nimmst, dass das aufgeht und das Ganze nochmal multipliziert wird. Vielen herzlichen Dank und ich arbeite daran, dass ich
Österreichs Nummer 1 werde. Ja. Ja. Danke. Wird sie noch ausgehen? Also ich glaube, das braucht nicht bis 2025. Alles klar, danke für die Blumen. Ja.